Nee, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 2. Ich bin Chester Dino 5 und wir sind hier immer noch in Super Tunnel Bogen Straußland mit Mario. Ich weiß auch nicht, wo wir hier, was das hier genau sein soll. Es. Zaubertränke und noch mehr Terroristen. Das brauchen wir auch in unserer heutigen Gesellschaft auch. Noch mehr Durchgeknallte. Kann es nicht mehr Durchgeknallte wie mich geben, die einfach mit ihrer merkwürdigen Art irgendwo jemanden zum Lachen bringen wollen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie ich es schaffe, manche Leute zum Lachen zu bringen, aber offenbar schaffe ich es in irgendeiner Hinsicht. Willkommen in Super Wüsten Pyramidenland. Das ist eine Bombe. Das war garantiert falsch. Ja, aber da ist eine Tür, wo ich nicht durch kann. Ich will gar nicht wissen, was das in so einem Paralleluniversum verursacht. Aber bestimmt nichts Gutes. Ich habe mich nicht viel mit solchen Paralleluniversen auseinandergesetzt. Könnte damit zusammenhängen, dass ich nicht unbedingt der schlauste Mensch auf Erden bin. Aber trotzdem glaube ich, dass so ein Parallel-Paras... Weißt du was? Du nervst sie ab. Bah! Du kannst... Okay. Er ist rot, deswegen kann er hier wahrscheinlich runter. Du Blauer, ich brauch dich mal. Komm mal mit. Vielleicht kann ich das Ganze irgendwie austricksen. Komm mal mit. Du gehst jetzt mal dahin. Nee, nicht in den Block. Auf den Block, mein Freund. Und dann... Genauso. Und dann... Okay, gut, funktioniert da. Warum existiert es hier, wenn ich da eh nicht hochkomme? Mäh. Piss off. Ganz ehrlich, was mir hier mal schon die ganze Zeit auffällt, wenn ich ein bisschen lauter werde manchmal und ich habe hier noch eine Dose Relentless stehen neben mir, ne? Mir ist mal aufgefallen, jedes Mal, wenn ich ein bisschen lauter werde, dann halt das durch die Dose ein bisschen. Das ist voll krass eigentlich. Oh Gott, das ist der Part. Oh Gott, ich erinnere mich. Ich springe jetzt einfach. Wer will mich denn aufhalten, ne? Wer will mich denn aufhalten? Du? Der da? Nee, garantiert nicht. Na du Fanto Fuck, wie geht's? Schönen Tag gehabt bislang? Ich hoffe nicht. Weil ich mag dein Gesicht nicht. Ich mag dein Fanto-Gesicht nicht. So, hier, Haken schlagen, Haken schlagen, Schlagen, Haken. Boah, ich bin schneller als du. Außer wenn ich es nicht bin. Fuck you. Ich habe immer noch den Schlüssel. Also leck mich. Du Fanto-Fuck. Nein, du wolltest nicht. Warum wolltest du nicht? Mario, du bist gefeuert. Ich hab doch nach Trick gedrückt geoben. Und jetzt muss ich den Kackschlüssel nochmal holen. Mario, du bist gefeuert. Zweimal. Oh, come on! Um es einfach auszudrücken, einfach nur... Mit einer ganz großen Portion... Kann ich nicht... Warte mal, ich möchte mal gleich was ausprobieren. Ist zwar ein bisschen riskant so, weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich renne jetzt mal einfach so. Kommt der darauf klar? Nein! Oh Gott. Merkt ihr... So, ich merke das gerade wieder. Meine Dose halt schon wieder. Das ist die hallende Dose. Oh, ich darf den nicht schon wieder irgendwo hinschmeißen, wo... Fick dich weg, Mensch. Nein. Dann spawn Fanto. Okay, gut. Oh, 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 geh weg. Nein. Geh weg. Geh woanders. Geh woanders, habe ich gesagt. Hörst du mir nicht zu? Okay. Alter. Fanto, dieser olle Analpenetrierer, ne? Alter, der... Nee. Jetzt verstehe ich, warum Leute... Sag mal, bist du gerade so? Du sollst da. Du sollst tun das. Mario, du bist gefeuert. Nochmal.
Ich weiß nicht, wie oft ich dich heute noch feuern soll. Ich mache es so lange, bis du es begreifst. Offenbar begreifst du es aber nicht. Ich ersetze dich gleich durch Toad. Ganz einfach. Weil ich hatte erst das Gefühl, Toad gibt mir böses Juju, aber ich glaube, Mario gibt noch viel böseres Juju. Weil der sitzt einfach auf seinem Arsch und denkt sich, nee, mir gehört Nintendo. Was, ganz ehrlich? Warum? Warum soll ich mir die Mühe machen, was anders zu machen? Sollen die doch? Soll der doch? Soll doch mein... Oh, leck mir doch den Knödel. Cool, der andere Sparky ist verschwunden. Ist einfach despawned. So. So, ich weiß, dass ich hier lang muss. So. Und so. Lass mich raten, ich muss da hoch. Du Vogel, ne? Genau. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass du sowas treibst. Ah, wie fies! Nee. Ja, man kann nicht von Ketten abspringen. Wessen Idee war das denn bitte? Und warum sollte ich dann da lang gehen? Warum sollte das eine gute Idee für mich sein? Egal, weil ich es nochmal versuchen werde, deswegen. Soll man mich doch verklagen. Soll man mich doch verklagen? Mein Anwalt, Phoenix Schlecht, wird mich da rausholen. Mir egal. Um da hier lang zu dodgen, das dauert ja. Nein! Nein! Du sollst da jetzt hoch! Du Müllmann! Ich wollte doch nur dem Schniffelt ausweichen. Ich genau jetzt! Der feuert, genau. Komm schon, wie lange geht denn das noch? Das Ding hat gerade einfach mein Gesicht rasiert im Grunde. Okay. Nein! Oh, da muss aber auch unbedingt noch einer auf dem Boden sein, also, ne? Also hier auf dieser... Nein, nein, nein! Du Kleppner! Du Kleppner! Ich hab schon wieder nur noch ein Leben. Was spiele ich denn da so schlecht? Ich hasse mich selber gerade. Wisst ihr, es ist wieder der Punkt, ich hasse nicht das Spiel. Ich gebe zwar immer dem Spiel die Schuld, aber das tut jeder Gamer. Seien wir ehrlich, das macht ihr auch andauernd. Seid ehrlich zu euch. Komm, seid jetzt mal ehrlich zu euch. Ihr tut das auch. Jetzt kommt natürlich ein Stern. Ich brauche keinen Stern, ich brauche keine Energie. Der Stern bringt mir hier herzlich wenig. Wobei... Ja, okay, gut, es hat mir ein bisschen was gebracht. Okay, es hat mir ein bisschen was gebracht. Und ich habe es zur Tür geschafft. So, mit einem Herz nur noch. Und ich sehe es ja kommen. Das bringt mir herzlich wenig. Oh Gott, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Oh, blä, blä, blä. Oh ja. Oh Gott, wir dürfen mit zwei Herzen tatsächlich den Boss gucken. Oh, wir dürfen Boss gucken. Ach, stimmt ja. Stimmt ja. Dich gibt's ja noch. Nur, du bist auf einmal ziemlich weit oben. Das war Bullshit. Bleibst du jetzt? Kann ich diesen einen dann... Kann ich dieses eine Sparky-Ding nicht killen? Geht das gar nicht? Weil der steht da echt ungünstig. Du stehst da echt super ungünstig. Supra ungünstig. Möchte ich nur mal so... Fuck. Ja, das könnte gut sein. Das ist Bullshit! And you know it. Alles nochmal? Die gesamte Welt nochmal? Wir sehen uns später wieder. Ist überhaupt nicht frustrierend gewesen, wieder hier hinzukommen. Nur mal so. Du Mausfuck. Ich schwöre dir. Dich mal fertig jetzt. So die Nase voll von deinem Bombenwerf-Scheiß, ne? Weißt du eigentlich, wie sehr ich deine Kackwelt jetzt mittlerweile hasse? Nur mal so. Das war ein eindeutiger Treffer, aber immerhin bin ich diesen Sparky-Fuck jetzt los. Der kommt mir jetzt nicht mehr in die Quere. Och, komm schon. Mach doch mal. Mach doch Dinge.
Marifuck! Oh, komm schon! Hier, so viele Bomben! Komm schon! Irgendwas trifft! Was ist dein Deal, dass du so viel... Ich lege sie dir einfach hin, ja? Irgendwas wird dich treffen. Irgendwas... Sag mal... Bist du eine Titanmaus? Geht doch! Ich maulwurf mich jetzt einfach hier hin. Fuck! Scheiß Legoland. Gott, ich bin echt ein inkompetentes Stück Dreck, ne? Geil, ein Leben. Ein Kleben. Ich hab ja nur wieder zig auf dem Weg hierher verloren. Oh yeah, Schneeland. Lecker Schneeland mit laufenden Marshmallows. Und fucking Fischen. Fisch. Hat halt Bock auf Fisch. Ohne Scheiß, ich esse eigentlich verdammt gern Fisch. Nur kein Sushi. Ich mag keinen rohen Fisch. Fisch an sich gerne, rohen Fisch, nein, danke. Ich weiß nicht wieso, ist irgendwie eine Macke von mir. Ich mag so... Ja, komm! Das war nicht nett. Und das wisst ihr. Das wisst ihr alle. Okay. Ich weiß, da unten ist die Rakete, die mich sonst wohin bringt, aber die will ich ja gar nicht. Ach doch, ne, die Rakete. Wäre das nicht hier, wenn ich hier jetzt da unten... Ich glaube ja. Hier ist die normale Rakete, die für den normalen Spielverlauf nötig ist. Die normale Bodenrakete. Ich bin auch gerade so leicht am Durchdrehen. Schrottteil. Nur mal so, ich bin gerade leicht am Eskalieren. Das ist übrigens, ist das nicht der einzige Boss, den man nicht bekämpfen muss? Wo man eigentlich einfach nur, ich sag mal, vor ihm davon rennt? Kann. Wo sich ein Shy Guy denkt, so, nee, ich fahr mit dem Auto. Ganz ehrlich, wieso haben die überhaupt so ein Ding? What lässt seine Leute irgendwie ziemlich krass ausstatten? Nur mal so. Weil immer Bowser, okay, Bowser hat eigentlich ja Bowser geileres Equip. Wenn wir jetzt mal so darüber nachdenken. Flashy Effects. Bell de Bell. Oh, komm schon. Ich will dieses eine extra... 10 One-Ups! Yo, wir haben ausgesorgt. Absolut kein Problem mehr. Kein Ding mehr. Los, Mario. Du kannst jetzt 15 Leben verschießen. Mit mir zusammen. Lass uns unsere Inkompetentheit kombinieren. Und lass uns 15 Leben verballern. Seht zu, wie ich das schaffe. Pass auf. Ich sehe es ja kommen, dass ich das hinkriege, dass ich es schaffe, 15 Leben zu verschießen. Ich hab mich gedückt. Ich hab gedückt, Han. Ich hab runtergedrückt. Damit er seinen Kopf in seine Eier packt. Nur mal so. Sagen wir mal ehrlich, es sieht ein bisschen so aus. Es ist nicht so, dass ich neidisch auf ihn bin, dass er das kann. Nein. Viel zu viele Fickfliegen. Oder Bienen. Was sollen das überhaupt sein? Weiß das einer? Nintendo hat sich da bestimmt mal irgendwann irgendwas ausgedacht. Radieschen. Okay, wenigstens noch eine Münze. Oh, und? Whisky. Whisky Bisky. Whisky. Weißt du, oh, jetzt hab ich Bock auf ein schönes Glas Met. Aber nee, es ist doch zu früh am Tag, um zu saufen. Die Wasserfontänen machen Schaden? Was? Seit wann den denn? Oh, lass mich raten, hier ist irgendwo... Ja, natürlich. Warum auch nicht, ne? Warum auch erst zu Anfang packen? Shit! Auf sowas könnt ihr doch gleich kommen. Zu viel Gras zeigt nach Norden. Gras wächst immer in Richtung Zivilisation. Und extra Leben. Au. Okay, okay, okay. Du bist ein Wal. Ich hab's begriffen. Du kannst Walsachen tun. Genau wie ich, aber... Nee. Ich kann nicht Wasser aus irgendwelchen Höhlen schießen. Und selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht tun. Es wäre durchaus merkwürdig. Ich glaube, das wäre zu merkwürdig für alle Beteiligten.
Ja, stimmt, das könnt ihr ja. Fuck it! Ich mach das selber! Aus dem Weg, Sonic! Gotta go fast! Okay, jetzt muss ich dich sogar. Ohne Hilfe. Okay, gut. Kriegen wir hin. Komm. Au. Au. Wow, Leviosa. Jetzt. Ernsthaft? Birdos Hitbox. Demnächst im Kino. In 3D. Warum? Weil heute alles in 3D sein muss. Wobei ich habe langsam das Gefühl, dieser Trend geht langsam vorbei. Es muss nicht mehr jeder Film unbedingt super wichtig in 3D sein. Ist euch das mal aufgefallen? Jetzt kommen Filme tatsächlich wieder in normal raus. In okay. Ich weiß auch nicht. Ist mir. Weiß ich nicht mal genau das und habe dann Leben dafür bekommen? Fuck it, right? Fuck it. Weißt du, kaum haben wir so ein Problem gemeistert, ne? Rocken wir hier durch wie nichts Gutes. Dann wird wieder gerockt. Komm. Ei reiten. Okay, falsche Richtung. Gut. Falsche Richtung, Ei reiten. Hier? Fuck. Ah, sehr schön. Ich hab... Ah, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich hab Birdo despawned. Tschüss, Birdo. Ich verpiss mir. Ich bin der Ei-Reiter. Das klingt falsch. Egal, wie man es packt. Lass mich raten. Der ist jetzt gerade... Ich hätte das Ding ganz mitnehmen sollen. Oh. Oh, the sadness. Oh. Oh, ja. Hm, Eistürme. Eistürme, wo kam... Mega Man Battle Network. Network Warrior Battle NT-Dingens. Die Serie. Wisst ihr die Mega Man-Serie? Nicht hier Blauer Bomber, sondern die NT-Serie. Oh, die war cool. Oh, die müsste ich mir echt mal wieder angucken. Das war immer witzig. Hier so die Originalserie, so hier Roffelcopter. Die Original-Mega Man-Serie, die mochte ich irgendwie nie. Aber ich glaube NT-Warrior hieß es doch, oder? NT-Warrior? Ich glaube, so hieß es. Die fand ich immer super geil. Die habe ich immer super gern geguckt. I don't know. Ich bin halt merkwürdig, lasst mich. Ach ja, stimmt, ich muss den Roten reiten. Los, Roter, fahr mich! Fahr mir über Spikes, während ich Sachen auf deinem Kopf tue. Na los, mein roter Sklave der Lust. Mach doch, was ich dir sage. Ich hab grad gedacht, ich wäre getroffen worden von irgendwas. Aber gut. Oh. Mein guter Freund, der Phantoficker. Scheiße, scheiße. Nein. Hinlegen. Weg mit dir, Phantofick. Oh, ja, mit Rutschphysics. Da macht dieser Kerl dort leider noch viel mehr Spaß. So, jetzt gehst du einmal weg. Und natürlich, Marshmallow darf natürlich auch nicht fehlen. Oh Gott, nein. Jetzt stecke ich in der Scheiße. Jetzt stecke ich in ganz großer Scheiße. Okay, kommt mal her. Du hast mich weggeschubst! Wie kannst du es wagen? Du Wurst! Euch mach ich fertig. Alter, euch mach ich... Ihr seid aber auch nervig, ne? Hier. Oh, jetzt fängt's doch schon scheiße an. Stirb aus. Und du, Phantom, verpiss dich einfach, ja? Geh weg. Ja, geh weg. Geh weg. Oh Gott, die Stelle. Ich erinnere mich jetzt auch noch so schlimm. Nein. Oh, hier ist Phantom einfach schlimm. So, komm, geh, fall mal runter. Danke. Nee. Und jetzt weiter, 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 weiter. Because ice physics work that way. Das ist etwas, was ich bis heute nicht akzeptieren kann, an egal was wir spielen. Eis funktioniert nicht so. Sorry, aber so funktioniert Eis nicht.
Okay, ich merke gerade, ich habe schon wieder überzogen. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.